ist Lukas. Ich bin das Gesicht hinter Locker macht Programm. Und die Locken gibt es tatsächlich. Und ich heiße euch herzlich willkommen zur Ziehung des Gewinners oder der Gewinnerin für die 2 Max Prosa Konzerttickets. Insgesamt haben 9 Leute mitgebracht, die von mir auch jeweils eine Nummer zugeordnet bekommen haben. Die Teilnehmer mit den entsprechenden Nummern könnt ihr jetzt hier rechts oder links im Bild auch eingeblendet sehen. Die Ziehung erfolgt dann über einen sogenannten Zufallszahlengenerator, den ich hier auf meinem Smartphone installiert habe. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. So, kommen wir zur kurzen und schmerzlosen Ziehung. Dieser Zufallszahlengenerator generiert neue Zahlen, wenn ich dieses nicht näher genannte Smartphone schüttle. Und das werde ich jetzt einfach ein paar Sekunden tun. Und die Zahl, die zum Schluss dort steht, das wird unser Gewinner oder unsere Gewinnerin sein. Und dann wollen wir auch schon mal loslegen. So, genug geschüttelt. Unser Gewinner ist die Nummer 4. Und die Nummer 4 wäre Julia Hagemann. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei Max Prosa. So, das Ganze war, wie schon angekündigt, kurz und schmerzlos und sollte letzten Endes ja auch nur dazu dienen, dass ihr sehen könnt, dass alles mit rechten Dingen zugeht bei der Verlosung. Aber jetzt habe ich noch was für euch, und zwar noch ein Gewinnspiel, und zwar haben die Kids of Adelaide, die ich sehr, sehr mag, mir 3 CDs gesponsert, ihre aktuelle EP, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Und diese darf ich verlosen. Und damit ihr eine von den 3 CDs gewinnen könnt, müsst ihr einfach nur bis zum Dienstag, den 6. März, unter diesem Gewinnspiel auf meiner Facebook-Seite einen Beitrag posten. Gern gesehen sind natürlich immer Musiktipps, denn ich bin immer auf der Jagd nach neuer, guter Musik. Alles außer Mainstream ist erlaubt. Ja, das ist es eigentlich schon. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und hoffe, euch gefällt mein Profil weiterhin so gut und ihr empfiehlt mich weiter, wenn ihr Lust dazu habt. Tschüss. Nein, stopp. Ja, das machen wir noch mal neu, oder? Yes, no, hallelujah, I just love it so. Hi. Hallo, liebe Follower. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Und das mache ich jetzt gleich. Und ich gehe kaputt hier. By the time I come from 1 to 4, I hear her on my door. Wie schwierig es sein kann. Ich denke, dieser Take ist okay. Hallelujah, I deserve so.